Nur noch wenige Wochen bis zum Abriss. Dann gibt es wieder eine Kirche weniger in Deutschland. Aber was geht damit verloren? Für uns Christen selber ist nicht entscheidend, wie groß die Kirche ist. Ja? Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist Kirche, ja. Und so weit sind wir noch nicht. Also mehr als zwei und drei haben wir ja noch. Ja? Aber ich glaube, so komisch das jetzt vielleicht klingt, die Reduktion der Kirchen ist ein Problem viel stärker für die Nichtchristen in unserer Gesellschaft, für die Gesamtgesellschaft. Gregor Gysi hat gesagt, er sei Atheist, aber er habe Angst vor einer gottlosen Gesellschaft, wenn die Solidarität abhanden kommen könne. Sozialismus sei schließlich nichts anderes als säkularisiertes Christentum. Und tatsächlich, die Christen selber wissen es zum Teil gar nicht. Mitleid ist eine christliche Erfindung. Die Heiden hatten kein Mitleid. Ein Behinderter war für einen Römer, für einen Griechen, war jemand, der von den Göttern geschlagen wurde. Mit dem beschäftigte man sich besser nicht. Da wurde man auch von den Göttern geschlagen. Und die Christen haben die Schwachen, die Menschen in Not in den Mittelpunkt gestellt. Darin kann man Christus begegnen.